Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist Alle bekloppt. Es funktioniert alles, oder? Man hört uns, genau. Dann testen wir doch mal. Hallo Sophia Krappweiß. Hallo. Hallo Alexander Waschgau. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, sieht gut aus. Ein Marker wurde erstellt, sinnloserweise. Ich freue mich. In diesem schönen Format läuft das so ab, dass Leute uns in den Chat Fragen hineinschreiben. Ich lese die dann vor, so gut ich es vermag. Und die beiden DiplompsychologInnen beantworten das dann. Dieser Stream ersetzt keine psychologische Beratung, keine Therapie, sondern es ist nur ein Meinungsbild, was die beiden abgeben, aufgrund dessen, was sie hier lesen. Wir beginnen diesen Stream traditionell mit dem Blitzlicht, das uns immer der Alexander Waschgau erklärt. Das ist jetzt auch eine Tradition geworden. Das finde ich ja spannend, dass sie das erklären. Ja, weil die Alexa nicht da ist, um das Blitzlicht zu definieren, musst du es erklären, weil du denselben Nachnamen hast. Verstehe. Fast auch den gleichen Vornamen. Eben. Das Blitzlicht ist eine Technik, die aus der Psychotherapie stammt, wo man am Anfang einer Therapiesitzung typischerweise ein Blitzlicht des aktuellen emotionalen Zustandes einmal abgibt. Das ist ein bisschen mehr als gut oder schlecht. Also mir geht's gut wäre jetzt eher ein schlechtes Blitzlicht, sondern man muss dann ein bisschen weiter ausführen. Und wie ich im Discord, glaube ich, gelesen habe, gibt es gerade aktuell bei jemandem eine Berufsentwicklungsmaßnahme im Job. Und auch da wird das durchgeführt, das Blitzlicht, am Anfang von diesen Seminarterminen. Das heißt, das ist eine schöne Technik und wird auch vielfach eingesetzt. Und das machen wir hier auch. Und da würde ich jetzt mal gleich direkt aus dem Chat ein schönes Blitzlicht vorlesen von Flabby. Mir geht es heute richtig, richtig gut. Ich habe nicht nur enorme Fortschritte in meiner Therapie gemacht und seit Januar mein Müllproblem in den Griff bekommen. Seit Mai habe ich endlich wieder eine saubere und aufgeräumte Wohnung. Sondern ich habe auch noch einen Minijob gefunden, bei dem ich meinen Hund mitbringen darf. Erster Arbeitstag ist nächste Woche Dienstag. Haltet mir die Daumen, dass alles gut geht. Daumen sind. Das machen wir. Halt. Das klingt sehr, sehr gut. Ja. Super. So. Das ist schön. Gratulation. Ja, ich lese gleich noch eins weg, weil weil ja, das ist so der Gegenentwurf, halt durch, schockiert, traurig, Blitzlicht. Eine Arbeitskollegin ist binnen 3 Wochen gestorben, sie merkte nicht, dass sie Krebs hatte. Sie war leider schon voll mit Metastasen. Da wird einem wieder bewusst, wie fragil das Leben ist. Meine Fresse. Alles Gute, halt durch. Die Kraft, ja. Ja. Dann machen wir mal bei unserem Diplompsychologenteam weiter. Sophia, wie blitzlichst du das, dich denn heute so? Okay. Ich bin nicht gut drauf. Also, obwohl wir das jetzt hier machen und das ja immer für mich ein besonderes Event der Woche ist. Und ich mich drauf freue, das habe ich jetzt heute auch gemacht. Aber ich merke einfach, ich bin... meine Laune ist so nicht so besonders gut und ich kämpfe halt nach wie vor mit Post-Covid und es ist ein Auf und Ab und gefühlsmäßig mehr ein Ab als ein Auf und es nervt mich und ja, also ich kriege das so generell dann schon bestimmt morgen oder übermorgen wieder hin, da auch die positiven Dinge zu sehen und zu gucken, wofür kann ich dankbar sein und so, aber es ist tatsächlich, also heute ist, bin ich nicht gut drauf. Ich hoffe, man merkt es dann bei meinen Antworten nicht. Jetzt, wo du es halt schon gesagt hast, ist natürlich, ja, nein, nein. Ich werde mich bemühen, ich verspreche es. Alexander. Das ist eine sehr schwierige Frage. Also im Grundsatz geht es mir gut. Ich bin gut ausgeruht. Die Work-Life-Balance ist deutlich besser geworden in diesem Jahr. Das kann man auf jeden Fall attestieren. Gab jetzt jüngst ein paar Ereignisse, die emotional jetzt nicht so geil waren im privaten Umfeld, die weniger mich als meine Partnerin betroffen haben. Und das nagt dann etwas an einem. Aber das sind keine Dinge, mit denen man nicht, wie soll man sagen, überwinden kann oder auch wieder abhaken kann. Aber so ein temporärer Dämpfer, den es da mal gegeben hat, der nagt auch ein bisschen an mir. Aber ansonsten geht es mir sonst ganz gut. Also wenn ich nur auf mich gucke, geht es mir gut. Aber wenn es meiner Partnerin nicht so gut geht, geht es mir halt auch nicht so gut. Das ist so. Das verstehe ich. Raven's Dark Dreams. Halt. Du musst.
Ich lese jetzt erst Raven's Dark Dreams vor. Ah. Mir geht es besser in der Therapie, weil ich angesprochen habe, was mich stört. Und mein Therapeut bedankte sich bei mir für die Ehrlichkeit und findet das gut für die Therapie. Und ich habe mit Rauchen aufgehört, heute schon der 11. Tag. Yay! Super. Das ist beides ganz, ganz, ganz toll. Tanja Ringelblume schreibt, Sophia, es ist schön, dich zu sehen und so inspirierend zu erleben, wie du mit Long-Covid umgehst. Das finde ich auch. Das ist sehr beeindruckend. Jeden Tag aufs Neue. Meine Frau ist so beeindruckend. Jonas L19 schreibt, ich war das erste Mal in der Tagesklinik. Ah, da kommt ja schon eine Frage. Dann, Moment, warte. Dann, stopp. Also mein Blitzlicht ist, ich... Entschuldigung, ja. Ich vergesse es sonst. Kannst du noch mal erwähnen, dass die Leute dich markieren müssen, ja, weil du danke sonst schön. Fragen... Markiert bitte @TommyKrabweis im Chat. Sonst findet Tommy eure Fragen nicht. Finde ich nicht. Vielleicht eure Fragen nicht. So ist es. Vielen Dank. Ja, also mein Tag, mein Blitzlicht ist so durchwachsen, weil ich muss noch einen Feuerflieg und zwei Ghostsitter schreiben und das in ziemlich kurzer Zeit. Und habe mir jetzt eine doppelte Handgelenkentzündung zugezogen. Nachdem es erst die eine Hand war, ist es jetzt auch die andere. Und ich kann jetzt eigentlich nur noch mit diesen vier Fingern tippen. Schmerzfrei allerdings, aber das nervt unendlich. Wirklich unendlich. Und nein, diktieren ist keine Option. Ja. Also falls jetzt jemand die kluge Idee hat, das ist für Tommy keine Option. Moment, ich muss ganz kurz hier etwas beantworten, was sehr wichtig ist. Das ist sehr wichtig, leider. Ja. Essensbestellung für gleich. Möchten Sie doppelt oder vierfach Käse? Wie war das jetzt? Nein, nein. Genau. So. Also. Zwei Finger genervt warst du stehen geblieben. Ja. Und ich muss trotzdem zu viele Sachen wieder gleichzeitig machen, was zusätzlich beim Schreiben für mich die absolute Hölle ist. Wirklich, das geht, also wenn ich dann auch noch zusätzlich andere Dinge tun muss, die nicht mir erlauben, dass ich mich einfach wenigstens dann aufs Schreiben konzentriere, atmen. Das ist ja heute eine fröhliche Runde hier. Ich wollte sagen, ganze Team schlecht gelaunt. Ihr wolltet es wissen, ich hab's erzählt. Raven's Dark Dreams, Blitzlicht habe ich vorgelesen. Ja. Konzentriere dich bitte, Alexander. Frage vorab eingeschickt bekommen, vielleicht machen wir das. Ja, ich habe aber die andere schon angefangen zuvor zu lesen. Dann mache erst die andere, die du angefangen hast. Ja, genau. Jonas L19, der wäre sonst enttäuscht. Ja. Ich war heute das erste Mal in einer Tagesklinik. Gibt es in der Gruppentherapie in einer Tagesklinik Dinge, die man lieber nicht ansprechen sollte und lieber in Einzelgesprächen besprechen sollte? Interessante Frage. Also ich würde jetzt mal Alexander vorgreifen und sagen, es gibt keine Regeln. Also es gibt nicht jetzt so irgendwelche Regeln, was in welcher Therapie wie besprochen werden kann, soll, darf, muss oder eben auch nicht. Also sowas existiert nicht. Mhm. Und ich persönlich würde sagen, ich glaube, das wirst du merken. Hm. Also du wirst merken, wie ist die Stimmung in dieser Gruppe? Wie fühlst du dich in dieser Gruppe? Ist es überhaupt so, dass du was teilen möchtest? Oder ist dir das dann zu viel? Also deswegen hast du ja wahrscheinlich Gruppen- und Einzeltherapie. Und die Gruppentherapie ist ja auch geleitet. Das heißt, vermutlich wird euch da auch eine Info gegeben, wie die aufgebaut ist. Und das macht ja jeder Therapeut anders, jede Therapeutin. Insofern glaube ich, du kannst da einfach mal gucken und das auf dich zukommen lassen und auf dein Bauchgefühl hören. Du musst gar nichts und kannst aber, wenn es sich gut anfühlt. Alles, was Sophia sagt natürlich, es gibt Dinge, wenn dir die extrem unangenehm sind, die vor einer größeren Gruppe zu sagen, dann lass es bleiben. Möchte aber die Chance in einer Gruppentherapie, in einem Gruppentherapie-Setting noch einmal hervorstreichen. Wenn du in einer Therapiesession mit einem Therapeutin alleine bist, dann hast du ein Gegenüber, das dich auch spiegeln kann, die Rückmeldung geben kann. Bei der Gruppentherapie hast du die seltene Gelegenheit, dass Menschen mit einer zumindest ähnlichen Erkrankung wie die du hast und mit ähnlichen Problemen, die du hast, zusammen bist. Das heißt, da sitzen Menschen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr, sehr ähnliche Erfahrungen eventuell gemacht haben wie du und die in einem Setting sind, wo sie auch bereit sind, darüber zu reden.
Das ist ein besonderer Luxus in einer Gruppentherapiesitzung, weil da sitzt, wenn man da sitzt, dann redet man ja über die Probleme. Dann ist ja jedem bewusst, dass man Probleme hat. Und man kriegt da Feedback von eben nicht Therapeuten, sondern ganz normalen Menschen. Therapeuten sind auch normale Menschen, aber ich hoffe, du verstehst meinen Punkt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die dir auch nochmal Input geben kann. Und das kann sehr, sehr hilfreich sein. Gleichwohl, ich sage es noch einmal, wenn es dir unangenehm ist, über Dinge zu reden, dann musst du das natürlich nicht tun. Dann kannst du es auch in einer Einzeltherapiesitzung machen. Und ansonsten das, was Sophia sagt, go with the flow, guck mal, wie das so organisiert ist, die Gruppentherapiesitzung. Da gibt es manchmal sehr strukturierte Sitzungen, wo jemand zum Beispiel seine Lebensgeschichte in so einer Art Aufsatz erzählt. Und dann ist im Grunde genommen da eine Person im Mittelpunkt und die anderen können dazu sagen. Also da gibt es verschiedene Methoden. Da guck mal, wie es so da gemacht wird in der Klinik, in der du bist. Ist aber eine Chance. Also ist mir ganz wichtig, das nochmal zu unterstreichen. Ja, so, und auf jeden Fall schön, dass du da einen Platz hast und es jetzt losgeht. Und ich drücke die Daumen, dass das für dich gut läuft und du dich doch wohlfühlst und dich öffnen kannst. Das war's? Ja. Das war's, ja. Dann kommen wir jetzt zur Hummelreiterin. Kommen wir nicht zur Hummelreiterin, die kommen wir gleich. Wir vergessen sonst die Frage, die uns vorab geschickt wurde. Habe ich selber dran gedacht gerade. Bitteschön. Ja, also wir haben eine sehr, sehr, sehr lange und komplexe Frage bekommen, die so aus dem Erkrankungsumfeld von ADHS stammt. Ich glaube, so kann man das eingrenzen. Und da ist jemand in einem im Moment emotionalen Zustand, der nicht gut ist, aus ganz verschiedenen Gründen und hat uns eine sehr lange Frage gestellt. Und wir müssen an der Stelle einmal vorab sagen, und da waren Sophia und ich uns unabhängig voneinander und wir haben uns eben gerade nochmal beraten, dann zusammen einig, das ist zu komplex für diese Sendung. Das ist der erste Satz, den wir erstmal sagen können und müssen. Diese Problemstellung können wir hier nicht beantworten, weil es zu vielschichtig ist und viel zu komplex ist. Was wir aber gemeinsam im Grunde genommen so als Fazit aus der Frage gezogen haben, ist, dass die Person sich bitte, bitte professionelle Hilfe suchen soll, wenn sehr viele Aspekte des Lebens im Moment nicht gut sind und es an ganz vielen Stellen nicht rund läuft. Und man im Grunde genommen vor der Entscheidung steht, das jetzt einfach zu akzeptieren und zu sagen, da wird eh sich nie etwas ändern, dann kann eigentlich nicht die Entscheidung sein, oder also es kann eine Möglichkeit sein zu sagen, okay, wie lerne ich damit umzugehen mit diesem Zustand? Das ist aber zumindest in meiner Meinung, vielleicht kannst du es gleich noch ergänzen, Sophia, finde ich immer das schlechtmöglichste Ergebnis, sondern ich würde immer noch mal raten zu sagen, der erste Weg wäre hier in dieser hochkomplexen Situation doch noch mal zu versuchen, sich jemanden zu holen, der einem unterstützt bei den Problemen und dass man da auch mal schaut bei ganz vielen Problemen, was ist denn das dringlichste Problem? Ja, und ohne dass ich jetzt zu intensiv auf die Frage eingehen will, es gibt berufliche Aspekte, es gibt Beziehungsaspekte unter Umständen, es gibt Aspekte wie Wohnsituation, es gibt finanzielle Aspekte, da gibt es ganz viele Aspekte. Und wenn man da jemanden hat, der das sich mit einem gemeinsam anschaut, dann kann man einen Schwerpunkt setzen und kann sagen, wir kümmern uns erstmal um diesen Aspekt. Und dann sind von 5 oder 10 Dingen, die ganz schrecklich sind, eine Sache vielleicht nicht mehr ganz so schrecklich. Und dann sucht man sich das nächste raus. Das ist aber schwierig, das alleine hinzubekommen. Und da würde ich immer sagen, es lohnt sich, alle Energie dann reinzustecken, nochmal eine Unterstützung zu bekommen, um diese Probleme anzugehen. Sophia. Das wäre meine Antwort. Ich kann dazu nur sagen, wir haben uns geehrt gefühlt, dass du dich mit dieser sehr, sehr komplexen Frage an uns gewandt hast. Aber dafür ist dieses Format nicht das Richtige. Also wir haben da halt doch unsere sehr engen Grenzen, was wir hier beantworten können, mit einem guten Gewissen beantworten können und was nicht. Und das ist eben was einfach nicht geht. Ich hatte noch einen Gedanken, jetzt ist er weg. Moment. Ach so, das eine war, also das, was Alexander gesagt hat, dass man sich nicht mit einer Situation jetzt einfach abfinden sollte. Damit war gemeint, so eine schwierige Situation mit einer psychischen Erkrankung und Problemen im Job und also ne, in jedem Lebensbereich hakt's und klemmt's und so, dass man sich damit dann nicht arrangieren sollte, wenn man jetzt, wenn es eine Situation gibt, die nun mal nicht änderbar ist, wie eine unheilbare Erkrankung oder sonst irgendwas. Das ist natürlich was anderes. Da würde man dann anders gucken und sagen, okay,
das ist nicht änderbar. Und dann macht es natürlich Sinn zu gucken, wie lebe ich denn jetzt bestmöglich damit? Aber das war nicht Inhalt der Frage. Aber ein guter Hinweis, dass du das nochmal ergänzt hast auf der Metaebene. Ja. Genau. Okay. Jetzt darfst du jetzt darf ich die nächste weitermachen. Ja. Hummelreiterin evoziert in meinem Hirn ein sehr lustiges Bild. Bei mir auch gerade. Mit einer sehr kleinen Hummel und einem großen Mensch oder einer gigantischen Hummel, vor der ich Angst hätte. Bei mir ist es eine gigantische Hummel, eine sehr flauschige. Aber jetzt kommt zur Frage. Danke für eure Sendung. Ich habe einen schwarzen Hund, also eine Depression, der dank Therapien zwischenwinzig klein ist. Ich bin allerdings sehr stressanfällig und brauche tatsächlich eher viel Freizeit, um meine Löffel einteilen zu können. Das müsst ihr dann im Nachhinein vielleicht für Leute erklären, die nicht wissen, was damit gemeint ist. Jetzt kommt's. Nun arbeite ich in einem Job, mit dem ich nicht zufrieden bin. Das hat nichts mit der Frage zu tun und möchte da raus. Nun arbeite ich in einem Job, mit dem ich nicht zufrieden bin und möchte da raus. Aber ich mag nicht einfach irgendwas anderes machen. Damit bin ich schon dreimal auf die Nase gefallen. Ich weiß aber nicht so richtig, was ich will. Ich will nicht nur einfach irgendwas machen, um Geld zu verdienen. Ich möchte gerne wenigstens ein bisschen Spaß daran haben. Aber irgendwie habe ich, seitdem der schwarze Hund vor 2 Jahren aufgetaucht ist, völlig vergessen, was mir überhaupt Spaß macht und war nur im Überlebensmodus. Leider hilft mir der aktuelle Job nicht gerade dabei rauszufinden, aber kündigen kann ich aus finanziellen Gründen nicht. Okay. Jetzt ist die Frage gewesen, was kann ich jobmäßig tun? Habe ich Wie das kann, richtig naja, also verstanden? Hummelreiterin macht einen Job, mit dem sie sich zufrieden ist und will da eigentlich raus. Möchte aber nicht was anderes machen, weil das schon dreimal nicht geklappt hat. Sie weiß aber gar nicht, was sie richtig will. Sie will aber nicht nur irgendwas machen, um Geld zu verdienen. Das habe Möchte, ich schon alles verstanden. Mir ja, ging es darum, was ist konkret die Frage die Frage gewesen wird jetzt? wohl sein, so interpretiere ich Okay, das jetzt, also gebt mir einen Rat. es stand keine Frage da. Nein. Okay. Ich schaue jetzt Das auch noch war mal wiederum weiter. meine Nein, Frage gewesen. da steht keine. Nein, das ist alles. Okay, dann kann ich sage jetzt mal kurz was dazu, dieses, ich weiß gar nicht, was mir Spaß macht. Und dann kann Alexander was zum Jobwechsel sagen. Gerade wenn man Depressionen hat, ist es ja, also das ist ja das Schlimmste und das Ding, was Depressionen eben machen, dass man einfach so leer ist und eigentlich gar nichts, an gar nichts Freude oder sonst irgendwas empfindet. Du hast gesagt, der ist klein, der schwarze Hund. Das heißt, deine Depression ist zwar noch da, aber nicht mehr so stark. Jetzt ist für mich ein bisschen die Frage, das ist natürlich super, wenn der Hund inzwischen klein ist, aber das heißt ja nicht, dass du jetzt dein Leben lang mit dem kleinen Hund rumlaufen musst, sondern da könnte man ja jetzt noch weiter gucken. Jetzt weiß ich nicht, wie du es geschafft hast, dass der so klein ist. War das Therapie oder bist du noch in Therapie? Also das wäre was ich immer machen würde bei Depressionen. Immer bitte einen Therapeuten, eine Therapeutin suchen, denn das ist wirklich sehr, sehr schwierig, das alleine zu machen. Meiner Ansicht nach auch nicht dauerhaft gut möglich. Und zu dem, was dir Spaß macht, wenn du jetzt da gerade gar nichts findest und gar nicht weißt, wo könnte das denn hingehen, dann kannst du mal schauen, was hat dir denn als Kind Spaß gemacht oder was hat dir denn früher Spaß gemacht oder was hattest du denn für Interessen, bevor die Depression da war. Das könnte schon mal helfen und dann hast du vielleicht so eine Art von Erinnerung oder vielleicht kommt da sogar so ein Gefühl zurück und du weißt ein bisschen mehr, in welche Richtung das gehen könnte, was dir Spaß macht. Und dann, denke ich, kannst du einfach schauen, was gibt es denn in der Richtung und dich, wie Alexander das immer so schön beschreibt, während du arbeitest, einfach bewerben in diesen. Also es ist ja nicht so, dass man kündigen muss und sich dann bewerben. Das wäre sehr schwierig. Also das macht eigentlich auch niemand. Also es ist völlig legitim und in Ordnung, während man irgendwo arbeitet, sich für einen anderen Job zu bewerben, oder nicht? Guckst komisch, Alexander, oder ist das nur Ja, eine der guckt Frage? manchmal. Nein. Ich habe nur das eine Gesicht. Nein, alles, was du sagst, natürlich genau so. Mir ist auch nochmal wichtig, also erstmal Gratulation, wenn der schwarze Hund die Depression im Moment nicht so stark ist. Ich möchte das nochmal unterstreichen, was Sophia sagt. Das Problem bei Depressionen ist, wenn sie unbehandelt sind, kommen sie gerne wieder. Das heißt, ich würde auch nochmal sagen, oder vielleicht bist du auch in Therapie und deswegen ist der Hund kleiner geworden. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil man da auch lernt,
wie man ihn wieder klein kriegt, wenn er groß wird. Und der kann eben jederzeit wieder groß werden. Das ist das Gemeine an diesen schwarzen Hunden. Zum Thema Jobwechsel. Ich verstehe, dass du sagst, ich will jetzt nicht wild durch die Gegend wechseln, weil jetzt gerade, es klingt so, als ob du sagst, eigentlich ist ganz gut, jetzt nervt mich nicht mehr meine Erkrankung, sondern jetzt nervt mich mein Job. Und das würde ich jetzt gerne auch in den Griff kriegen, damit es so richtig, richtig gut ist. Das ist absolut nachvollziehbar. Du könntest dir überlegen, tatsächlich dir bei einem möglichst seriösen, das haben wir schon ein paar Mal thematisiert, Jobcoach auch mal vielleicht mal einen Termin machen zu lassen, mit dem du einfach mal darüber redest, woran du denn Lust hättest. Das machen die nämlich auch. Die beraten nicht nur, wenn man Stress mit KollegInnen, dem Chef hat oder sonst was, sondern da kann man auch hingehen und sagen, ich habe irgendwie noch nicht so das gefunden, was mich erfüllt beruflich. Und da kann man gemeinsam vielleicht eine Idee entwickeln. Da kann man unter Umständen sogar eine Diagnostik machen. Das klingt jetzt ganz schlimm, aber dass man mal so ein paar Testverfahren macht und dann sieht, wo sind denn so meine Begabungen, was kann ich denn auch vielleicht besonders gut? Vielleicht weißt du das auch schon. Da kann man sich ja auch mal selbstkritisch fragen, was kann ich denn besonders gut? Also wenn es gibt Menschen, die können super gut Texte lesen, erkennen auf 500 Meter Entfernung, wenn ein Komma fehlt. Das sind Dinge, die man eventuell beruflich nutzen könnte. Und da hilft es vielleicht, wenn du sagst, ich habe da nicht so den Fokus, wenn du dir mal einen Profi suchst, der da mal Zeit gemeinsam mit dir verbringt, um da diesen Fokus zu schärfen. Und dann ist es so, wie Sophia sagt, und dann weiß man ja, in welche Richtung es gehen soll. Und dann macht man Jobportale auf und guckt, wo gibt es denn bei mir in der Stadt oder in der Nähe Jobs aus diesem Bereich? Und dann fängt man an, sich zu bewerben und guckt, was passiert. Also insofern darauf achten, dass der Hund klein bleibt, idealerweise mit einer Therapie, vielleicht bist du da auch schon. Und vielleicht mal wirklich einen Jobcoach im Sinne von, was möchte ich denn in meinem Leben anfangen? Was eine sehr legitime Frage ist, die man sich durchaus stellen sollte. Das macht ganz viel mit einem. Mhm. Und es ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass du dich jetzt damit befasst. Mhm. Ne, auch wenn das schwerfällt und wenn das Kraft kostet, aber trotzdem bist du jetzt mit diesem kleinen schwarzen Hund so weit, dass du dir den Bereich vornehmen kannst. Und das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Und da drücke ich die Daumen, dass du was findest. Ich wünsche dir viel Erfolg. Und ich finde auch die Idee mit dem Coach, also ne, bitte achte darauf, dass das kein Schwurbelcoach ist und dass der dir nicht ein Paket von 10 Stunden verkauft und so weiter. Also das haben wir ja alles schon zur Genüge erklärt und genau, such dir da jemand Kompetenten. Und ich könnte mir auch denken, dass mit so 1-2 Stunden da schon jemand dir sehr, sehr viel weiterhelfen kann. Okay, ich werte das als beantwortet. Na, wenn du das sagst. Dann. Ja, ich. Hierätes würde ich das aussprechen. Hierätes mit TH. Gibt es einen guten, Anführungsstriche, Zeitpunkt, eine Therapie zu beginnen? Ich studiere aktuell noch und habe Bedenken, dass eine Therapie durch die Aufarbeitung noch mehr Stress bei mir verursacht. Das kannst eigentlich nur du dir selber beantworten. Das ist jetzt eine total bescheuerte Antwort. Ich erkläre sie aber auch gerne, weil du musst natürlich für dich entscheiden, du hast den Gedanken, dass du eine Therapie machen möchtest. Das heißt, du sagst, bei mir ist irgendwas nicht so richtig cool. Irgendwas will ich anders haben in meinem Leben. Und jetzt musst du für dich abwägen, ob es so dringlich ist, dass du sagst, es ist für mich eher hilfreich, das jetzt anzugehen, damit ich zum Beispiel mein Studium gut beende. Oder du sagst, bei dem Studiumstress konzentriere ich mich erst darauf. Das ist auch legitim, das zu sagen. Das ist aber auch davon abhängig, was du für ein Problem, für eine potenzielle Erkrankung hast, wie sehr sie dich einschränkt. Und es gibt in der Fachsprache ein Wort, das klingt immer ganz blöd, ich benutze das nicht so gerne, aber ich sage es jetzt mal, nämlich den Leidensdruck. Wie groß ist dein Leidensdruck zu sagen, ich muss jetzt eine Therapie haben? Das kannst du, musst du bei dir selber spüren. Ich kann allerdings sagen, dass wenn du im Studium bist, und das klingt ja gerade so, als ob das ganz gut läuft, und du sagst, eigentlich würde ich jetzt gerne auch eine Therapie angehen, weil es mir wichtig ist, habe ich eher das Gefühl, wenn du jetzt keine Psychoanalyse beginnst, die wird dich dann auch mehrere Jahre in den Beruf hinein begleiten, sondern eher, wenn du eine verhaltenstherapieorientierte oder gesprächstherapieorientierte Therapie angehst, dann glaube ich gar nicht, dass so schlimm viel aufgewühlt wird, dass es dich ganz doll aus der Bahn wirft. Also das halte ich für eher unrealistisch. Aber das ist eben, weil ich dir jetzt nicht die Frage stellen kann, was für Probleme du hast,
Das ist jetzt nur eine sehr kursorische Antwort, die ich nur geben kann. Aber in der Psychotherapie kann auch mal was hochkommen. Dann geht es auch einem vielleicht mal nicht ganz so gut. Da ist aber dann auch die therapeutische Begleitung dabei, die das natürlich auch mit begleitet. Die ist aber nicht dafür gemacht, dass es dir schlechter geht, sondern eine Therapie ist halt dafür gemacht, dass es dir besser geht. Ja, alles, was Alexander gesagt hat. Und nochmal der Hinweis. Ich glaube, dass es so ein Mythos gibt, dass eine Therapie so wahnsinnig viel in einem hochbringt und wahnsinnig stressig ist und man irgendwie kaum noch zu was anderem kommt. Das mag in ganz, ganz wenigen Einzelfällen mal passieren. Das mag vielleicht auch passieren, wenn Therapeutin und Therapeutin ihr Handwerk nicht so richtig gut versteht, dann sollte man wechseln. aber in der Regel ist das nicht so. In der Regel ist es nicht so, dass euch eine Therapie, eine begonnene Therapie von irgendwas abhält oder euch im Alltag so beeinflusst, dass ihr was nicht mehr machen könnt. Ihr habt halt einen Termin in der Woche, ja. Aber, und ich meine, wenn jetzt der Therapieplatz ein bisschen weiter weg ist, dann hat man noch die Hinfahrt und die Rückfahrt. Aber ansonsten ist es nicht so, dass einen das einschränkt, sondern im Gegenteil, es hilft einem ja eher. Und ich habe, also ich hatte eher den Impuls zu sagen, wenn man sich fragt, wann wäre denn ein guter Zeitpunkt, um eine Therapie zu beginnen, würde ich immer sagen, jetzt. Zumal man sie ja nicht direkt jetzt beginnt, weil man ja erst noch einen Platz kriegen muss. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du kurz vor irgendwelchen Prüfungen stehst und ne, vielleicht sagst du, also die 2-3 Monate mache ich jetzt noch die Prüfung und suche dann einen Therapieplatz. Das kann natürlich sein, aber ansonsten wäre meine Antwort da immer, warum nicht jetzt? Ja. Ich will nur noch ergänzen, wenn es jetzt so ist. Ich kenne auch Menschen, die haben mal gesagt, ich muss mal irgendwas, irgendwann muss ich mal was gegen meine Spinnenangst machen. Und das wäre so ein Therapiegrund, wo man sagt, das könnte man auch in einem halben Jahr oder einem Jahr noch machen, wenn es mich nicht ganz doll einschränkt. Außer du promovierst über Spinnen. Dann je nach Wohngebiet ist der Leidensdruck dann mal größer und mal weniger groß. Also deswegen habe ich gesagt, das ist eben die kursorische Antwort, weil wir jetzt nicht fragen können, was dein eigentliches Problem ist, was auch nicht möchten. Das musst du jetzt auch nicht schreiben. Nein. Das musst du für dich selber entscheiden. Promoviere in Australien im Freien über Spinnen. Da würde ich sagen... Das hatte ich gerade Tommy vor kurzem erzählt, auch bei einer Spinnenphobie, die ja für Therapeuten immer sehr, sehr dankbar ist oder überhaupt Phobien, weil man die sehr, sehr gut behandeln kann, die gute Nachricht. Ja. Natürlich kann man sehr lange mit einer Spinnenphobie leben. Schöner wenn dann so. Aber die Spinne auf der Autobahn über das Lenkrad läuft, nicht so unbedingt. Also meiner Freundin ist nichts, also die hatte einen schlimmen Unfall, hat ihn aber überlebt und auch ist inzwischen wieder genesen. Aber das ist so ein Ding, wo ich sage, ja, warum nicht gleich die Spinnenphobie behandeln? Also ja, wenn ihr an Therapie denkt, fangt einfach schon mal an zu suchen. Das dauert ja auch eine Weile, bis man da jemand gefunden hat. Eiskaltes Füßchen. Triggert was. Seit 10 Monaten leide ich unter Post-Covid, aber glücklicherweise geht es mir seit einigen Wochen besser. Und ich hoffe, bald wieder arbeiten zu können. Da Corona leider nicht vorbei ist, ist übrigens nicht vorbei, ne, für alle da draußen, habe ich nun zunehmend Angst vor einer Reinfektion. Dazu kommt die Sorge vor weiteren Infektionen, die meinen Genesungsprozess gefährden würden. Frage: Was kann ich tun, um nicht zum Hypochonder zu werden oder gar eine Neurose zu entwickeln? Tja, Punkt Post-Covid haben wir leider hier gar keinen Ansprechpartner. Ich glaube, die Frage gebe ich an Alexander weiter, weil mir da gerade nichts dazu einfällt. Ich möchte nur sagen, also erstmal herzlichen Glückwunsch, wie wundervoll, dass es dir besser geht. Das ist ganz, ganz, ganz toll. Das andere ist, sei vorsichtig mit der Wiedereingliederung, mach das nicht zu früh, mach das langsam. Man kann auch Wiedereingliederung heißt, man schaut, wie funktioniert das und dann guckt man mit seinem Hausarzt, der Hausärztin, funktioniert das so oder nicht. Und man kann da auch immer wieder nochmal das verändern. Also so eine Wiedereingliederung ist nichts Feststehendes, sondern die kann man verändern, kann Stunden wieder reduzieren und so weiter. Das nur einfach so zur Vorsicht. Wahrscheinlich
bist du total vorsichtig und es war jetzt völlig unnötig, dass ich dir das gesagt habe. Ich habe aber das Bedürfnis, das einfach nochmal loszuwerden. Ich habe von irgendjemandem gelesen, der gesagt hat, in Bezug auf Post-Covid war das, wenn du 4 Wochen lang stabil deinen Alltag schaffst und alles, dann kannst du eine Wiedereingliederung machen. Ob das jetzt so richtig ist oder stimmt, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich fand aber den Gedanken ganz gut, irgendwie da so einen Hinweis für sich zu haben oder dass man zumindest daran denkt, bitte schau, dass du erst deinen Alltag schaffst und dass es nicht so ist, dass du halt gerade irgendwie diese 4 Stunden Arbeit schaffst und ansonsten dann nichts mehr, weil dann wird eine Wiedereingliederung wahrscheinlich scheitern. Und das ist einfach nicht schön. Ich kenne das, ich habe das erlebt, dass es, man, auch wenn man weiß, es ist nicht so, fühlt man sich halt vielleicht für einen Moment trotzdem wie ein Versager. Also, das waren meine super tollen Ratschläge für die Wiedereingliederung. Und ich hatte noch einen Gedanken, den ich loswerden wollte, den habe ich aber jetzt vergessen. Der kommt mir vielleicht gleich wieder, wenn Alexander was dazu sagt. Da gar nicht so viel zu sagen. Also die Reinfektion, das ist das Problem dabei, ist ja eine reale, das ist ja eine reale Gefährdung, die da im Raum steht, der du ein Stück weit natürlich dadurch begegnen kannst, dass du, wenn du selbstbewusst genug bist, kannst du dich ja mit einer Maske erstmal auch ein ganzes Stück weit selber natürlich schützen, dadurch das Risiko senken. Und das ist das große Problem, dass wir hier aktuell bei der aktuellen Lage, die wir in unserem Land haben, ja nur von Wahrscheinlichkeiten reden können. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man sich im Sommer ansteckt, ist geringer als im Winter. Eine Maske Draußen zu tra geringer als drinnen. draußen geringer als drinnen, natürlich. Dann kommt es darauf an, wenn du einen Job hast, bist du in einem Großraumbüro, bist du in einem Einzelbüro, da ist das Risiko natürlich auch wieder geringer. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Aspekte, die damit hineinspielen. Und das ist der Punkt. Also du kannst für dich, wenn du jetzt wieder ins Berufsleben zurückkehrst, mit all den wichtigen und richtigen Punkten, die Sophia gesagt hat, kannst du in einem beschränkten Maße dich selber schützen. Du kannst zumindest ansprechen und darum bitten, dass andere auf dich Rücksicht nehmen. Ob sie das tun, wirst du aber wahrscheinlich nicht erzwingen können. Also das ist tatsächlich eine schwierige Situation, vor der wir aktuell sind. Und im Grunde genommen kann man nur darauf hoffen, dass wir sehr, sehr schnell weiter Fortschritte in der Forschung machen, eventuell. Und dann mehr über dieses Post-Covid erfahren und Risikofaktoren identifizieren können, warum Menschen davon stärker betroffen sind als andere und was man machen kann, um die besser zu schützen. Aber da sind wir noch nicht. Wahrscheinlich auch noch nicht nächste Woche und auch nicht nächstes Jahr. Doch, was mir jetzt noch eingefallen ist, weil du gefragt hast, wie kann ich denn verhindern, ein Hypochonder zu werden oder irgendwie Rose zu kriegen, eine glaube ich, habe Rose ich zu noch. kriegen. Da klingt für mich so ein bisschen mit, als würdest du dich selbst nicht ernst genug nehmen. Vielleicht ist es aber auch der Druck von außen. Ich kriege das ja auch mit, dass es jetzt nicht unbedingt immer auf Verständnis stößt, wenn man sagt, ich muss und werde alles tun, um mich nicht nochmal zu infizieren, denn dann fange ich entweder wieder von vorne an oder es wird noch schlimmer und das möchte ich einfach nicht. Und wenn ich ein Pflegefall bin, weil ich mich nochmal infiziert habe, interessiert es niemanden und da hilft mir niemand. Da bin ich alleine damit. Also ne, das interessiert dann auch die Nachbarin nicht, die sich jetzt irgendwie, die das jetzt komisch findet, dass du da so aufpasst. Also das ist so das eine und ich denke, würdest du bei jemandem, der gerade eine Lungentransplantation hat oder also, ne, also bei irgendjemandem, wo man so ganz klar hat, der sollte sich jetzt auf gar keinen Fall mit egal was anstecken. Da hättest du doch wahrscheinlich auch nicht das Gefühl, ist der irgendwie ein Hypochonder oder sonst irgendwas, wenn der sehr aufpassen würde und eine Maske auf hätte und so weiter. Also ich glaube, da schwingt noch so ein bisschen das mit, was man halt auch sehr oft von außen eingeredet bekommt. Stell dich doch nicht so an. Ist doch nicht so schlimm, wird schon nichts passieren. Ja, wirst jetzt dich nicht nochmal anstecken oder wenn, dann ist es nicht so schlimm. Bei mir war es auch ganz mild. Also all diese Dinge und die hört man so, so oft und liest die so, so oft, dass ich glaube, also ich bin da auch nicht vorgefeit, ne, dass da so ein Teil in mir ist, der dann auch sagt, stellst du dich jetzt an? Und dann überlege ich mir halt,
Wen betrifft es denn, wenn ich mich jetzt nochmal infiziere und dann vielleicht eben nicht mehr so gut damit zurechtkomme wie im Moment, sondern vielleicht mich nicht mehr selbst versorgen kann? Und dann finde ich die Antwort sehr einfach. Und ja, da muss man, glaube ich, sich auch ein bisschen ein dickes Fell zulegen, weil oder Verständnis haben für Menschen, die ja, denen es jetzt einfach reicht oder die sagen, ich finde nicht, dass du da so aufpassen musst. Dann muss man sagen, ja, ich aber halt schon, können wir irgendwie trotzdem miteinander gut umgehen und ich habe halt die Maske auf, wenn ich drin bin. Oder vielleicht hast du auch die Möglichkeit, wenn du wo arbeitest, dass du selbst einen Luftfilter mitbringen darfst, wenn da keiner ist. Also da gibt es im Moment ja sehr, sehr gute und das könnte auch schon wirklich viel helfen. Ja, um das Risiko eben, die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung zu reduzieren. Also alles machen, was potenziell das Risiko senken kann. Ja. Aber wie schön, dass du darüber nachdenken Ja. kannst. Das Sehr ist gut. doch immerhin schon mal was. Ja. Ravenstark Dreams. Mir geht es in der Nähe meiner Familie nicht gut, weil die leider für viele Traumata mehr oder weniger verantwortlich sind. Das ist eine Frage, die wir immer wieder in verschiedenen Variationen bekommen. Meine Oma will unbedingt, dass ich zum Geburtstag komme, aber mir geht es dann immer schlecht, wenn ich dort bin. Wie könnte ich ihr erklären, dass es nicht für mich geht? Also immerhin sind wir jetzt hier so weit. Normalerweise sind die Fragen immer so, soll ich hingehen? Wie kann ich mich verhalten, wenn ich dort bin? Ich persönlich finde das sehr schön, dass hier steht, wie kann ich erklären, dass ich nicht komme? Das befriedigt mich gerade sehr. Vielen Dank. Das ist voll mein Ding. Also. Würdest du es denn erklären, Tommy? Was ich? Ja. Hallo, ich kann nicht kommen. Ihr seid so blöd zu mir. Tut, tut, tut. So, kommen wir jetzt zu den sinnvollen. Also, wenn die blöd sind, Herrgott, Entschuldigung. Die Ja, ich Oma kann ja wollte. nichts dafür. Die Oma ist ja vielleicht gar nicht blöd. Insofern war mein Rat nicht gut. Es war gar kein Rat. Vergiss es. Warte, wir löschen. Delete. So, Ja, also. ich wollte einmal so das, Das wolltest du triggern bei mir, ne? Ja, den einen Pol dieses Spektrums mal einmal haben, dass wir wissen, dass das der eine Endpunkt und der andere Endpunkt ist hinfahren und dann wochenlang geht es einem schlecht. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie so in die Mitte geräumt bekommen. Ich persönlich bin da heute, näher mich da eher so dem Pol von Tommy an, je älter ich werde. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass du das erklären möchtest. Frage mich aber, ob du das musst, weil im Zweifelsfall, ich glaube, den Ratschlag habe ich schon mal gegeben, man kann auch sowas benutzen. Ich finde im Englischen diesen Ausdruck so schön, eine white lie. Also man kann auch einfach mal spontan verhindert sein und da nicht kommen können. Das ist eine Option, die man nutzen kann. Und eine andere Option ist einfach dann tatsächlich zu sagen, zur Großmutter, wenn die nicht das Problem ist, sondern das andere familiäre Umfeld, dass man auch das eventuell der Großmutter sagt und sagt, dann komme ich, weißt du was, ich komme eine Woche später, dann komme ich alleine, dann habe ich auch ganz viel Zeit für dich, aber mir geht es dann viel besser und dann kann ich mich auch um dich kümmern und dann ist nicht der ganze Stress am Ort. Auch das kann man machen. Und ansonsten kann man auch einfach absagen. Ich finde, man kann auch ohne eine Begründung nicht zu einer Familienfeier erscheinen und kann im Zweifel zwar sagen, es gibt berufliche Gründe, es gibt private Gründe, Hund krank, Katze krank, Goldfisch krank, was auch immer. Ich kann jetzt nicht kommen und das ist dann so. Das muss jemand auch akzeptieren, wenn man nicht kommt, finde ich. Aber da bin ich auch, wie gesagt, eher auf Tommys Spektrum. Vielleicht kann Sophia da noch ein bisschen ausgleichend tätig sein. Aber ich finde, man darf das auch mal gesagt haben. Ja, klar darf man das. Also für mich ist die, also das ist jetzt wieder so eine Situation, wo ich sehr, sehr gerne einfach dir ein paar Fragen stellen würde und einfach ein Gespräch mit dir darüber führen, weil ja, ich wüsste einfach, da kann ich auf jeden Fall helfen, wenn ich jetzt mit dir sprechen könnte. Und so ist es jetzt halt ein bisschen schwierig. Weil es klingt für mich so, als würdest du es der Oma erklären wollen. Und wenn es so ist, dass du es ihr gerne erklären möchtest, dann finde ich, ist es auch völlig legitim. Also du kannst auch komplett ehrlich sein und das mit den Traumata erzählen, wenn du das möchtest. Oder also wenn du der Meinung bist, dass das ist was, was vielleicht eurer Beziehung gut tut oder
was dir gut tut. Bei der Oma habe ich immer so ein bisschen, dass ich denke, ich möchte ältere Menschen da immer so ein bisschen schützen, weil ich weiß, dass die eventuell da nicht gut mit umgehen können, einfach aufgrund ihrer Sozialisation und so. Also, dass man das im Kopf hat, dass die jetzt halt nicht den gleichen Hintergrund hat wie du, aber Kenne auch du kennst ja deine Oma auch. sehr unangenehme Großmütter, die so im Altersbereich von 55, 60 sind. Natürlich. Die sind dann nicht die 80-jährigen Kriegsgenerationen, die man Es schützen stimmt. will, sondern es gibt Ja, auch fiese Omas, du muss man hast auch mal recht. sagen. Ich gehe jetzt davon aus, dass das eine nette Oma ist. Ich Ja, weiß gar nicht warum. Ich natürlich. glaube, weil du es ihr erklären möchtest. Und da, ja, schau einfach, was ist dein Anliegen? Also ist dein Anliegen nur, ich möchte da nicht hin? Dann finde ich, kann man es sich auch einfach machen und es so machen, wie Alexander vorgeschlagen hat, dass man einfach was anderes sagt, um jetzt der Oma keinen Stress zu machen, selber keinen Stress zu haben und nachher noch eine Tante zu haben, die einen anruft und sagt, was hast du da gesagt? Also, ne, das könnte sein, dass es für alle unstressiger ist so. Ich bin aber immer dafür, so ehrlich zu sein, wie es Ja, nur irgendwie geht na und klar. vor allem auch vielleicht dann weitere Einladungen zu verhindern. Also, ne, wenn man jetzt sagt, der Goldfisch ist krank, dann muss man sich beim nächsten Mal, muss man irgendwas vom kranken Hamster erzählen. Und wenn du jetzt einfach sagst, pass mal auf, ich möchte nicht zu Familienfeiern kommen. Ich mache das auch nicht mehr, weil mir das nicht gut tut und weil ich überhaupt keinen Sinn darin sehe. Und weil mir dazu meine Zeit zu schade ist und mein Leben und alles. Ich finde, wenn es so ist und das Menschen sind, die dir eigentlich gar nicht nahe sind und die du nicht in deinem Leben haben willst, dann darf man das auch so äußern. Und wenn das bei der Oma nicht so ist, kannst du ja das, also ich finde, Ja. stell mir das irgendwie ganz nett vor, wenn du so alleine mit der dann Kaffee trinkst und ihr vielleicht Gespräche führt, die ihr sonst nie führen würdet, wenn die ganze Familie um euch rumsitzt. Also vielleicht ist da ja auch eine Chance drin auf eine ganz andere Beziehung zur Oma. Ich finde es auf jeden Fall auch, wie Tommy sagt, ich finde es ganz, ganz toll, dass du an dem Punkt bist und dir nicht überlegst, gehe ich hin oder nicht, sondern für dich schon klar hast, nee, da gehe ich nicht hin. Finde ich Das gut. finde ich super. Ja. The Great Pumpkin 70. Der große Kürbis. Ich fand es immer so Ja, ich lustig. muss jedes Mal auch dran denken. Großartig. Dann kommt der große Kürbis und kann es sein, dass man irgendwann nicht mehr therapierbar ist? Ich habe schon mehrere Durchläufe hinter mir und bin auch gerade wieder in einer, aber die Depressionen kommen einfach immer wieder beziehungsweise gehen nie komplett weg. Also kann es sein, dass man nicht mehr therapierbar ist? Gibt bei den psychischen Erkrankungen auch chronifizierte Zustände. Das muss man einfach ganz ehrlich sagen. Einen bestimmten Prozentsatz an psychischer Erkrankung bekommt man nicht weg. Und dann gibt es dieses Wort, man ist dann austherapiert oder so. Da bin ich dann wiederum nicht so ein großer Freund davon. Depressionen per se haben als ein typisches Symptom, dass sie wiederkehrend sind. Fachwort dafür heißt rezidivierend. Die kommen immer wieder normalerweise. Und in einer Therapie sollte das Maximalziel im Grunde genommen sein, dass man dass man das erkennt, sozusagen seine Schutzschilde hochfahren kann, um mal so mit Raumschiff Enterprise zu sprechen. Und dann sozusagen dem schwarzen Hund, wenn er schon größer wird, schon passend mit der Leine begegnet und sagt, so, jetzt gehen wir eine Runde Gassi und dann haust du aber wieder ab, dann sind wir wieder fertig mit der Nummer. Das ist der Idealzustand. Wenn es jetzt aber den Punkt gibt, dass das nicht gut klappt und dass man also in dieser Phase, so wie das Tommy gerade vorgelesen hat, wie ich so ein bisschen durchlese, dann ist eigentlich das Therapieziel eine Stabilisierung des Menschen zu erlangen, damit er mit diesem chronifizierten Zustand umgehen kann. Und auch dafür gibt es Therapieansätze. Das sind dann etwas andere Therapieansätze. Da gibt es auch neuere Ansätze. Das heißt, Therapie, Psychotherapie im Kern soll eigentlich immer dazu dienen, dass man mit der Erkrankung, dass man sie entweder ganz wegbekommt. Also auch das gibt es natürlich. Es gibt da auch eine Behandlung von Depressionen. Dann kommt die auch nicht mehr wieder. Vielleicht, weil man auch ganz früh den kleinen Hund hinten ganz schon sieht und dann ganz, ganz, ganz gut reagieren kann und dann kommt er gar nicht erst, sondern haut wieder ab. Das ist das Idealziel.
Und dann gibt es eben die verschiedenen Abstufungen, wenn es denn dann später chronifiziert ist, dass man trotz einer chronifizierten psychischen Erkrankung ein gutes Leben führen kann, auch mit Spaß, mit Glück und all diesen Dingen. Aber dann ist es ein anderes Therapieziel. Ja, also man kann, jein, also auf deine Frage, so wie du sie formuliert hast, wäre meine Antwort jetzt nach den langen Ausführungen, jein. Super. Sophia. Ja, dem schließe ich mich doch an. Also ich Toll. finde auch das Wort austherapiert ganz unglücklich, weil das irgendwie auch immer so klingt wie, ja, bei Ihnen ist Hopfen und Malz verloren, kann man jetzt nichts mehr machen. Genau. Und das ist eben nicht wahr. Also ich weiß, wir wissen jetzt nicht, ob du eine Depression hast, die chronifiziert ist und die tatsächlich auch durch Therapie sich nicht mehr verringern lässt. Also das wissen wir nicht, das Natürlich nicht. weiß dein Therapeut, deine Therapeutin hoffentlich oder kann es mit dir gemeinsam rausfinden. Aber wenn es so ist, dann finde ich auch, ist es absolut wichtig, eben dann eine therapeutische Begleitung zu haben und klar zu haben, okay, wie gehe ich denn jetzt damit um? Weil das ist ja noch mal was anderes. Also auch von der inneren Haltung finde ich, macht es einen Unterschied, ob ich mit Heilung rechne oder mit einer Verbesserung oder ob ich damit rechne, dass der Zustand jetzt nun mal so ist und ich dann schaue, okay, wie führe ich denn jetzt das Leben damit? Und da kann eine Therapie sehr, sehr hilfreich sein. Deswegen finde ich auf jeden Fall richtig, da jetzt weiter hinzugehen und einfach zu schauen, in welche Richtung geht es denn? Ein Aspekt, der da, also eine Therapieform, die in diesem Bereich relativ neu ist, aber zunehmend auch Evidenz bekommt. Also es ist ein neues Verfahren, da gibt es einige sehr vielversprechende Studien. Das Verfahren gibt es auch schon seit einigen Jahren. Das dauert aber relativ lange bei Psychotherapie, dann irgendwann eine Evidenz zu haben und zu sagen, ja, die wirkt zu 100%, ist die sogenannte ACT, das ist die Akzeptanz-Commitment. Therapie und da geht es dann tatsächlich darum, dass die kommt im Kern eigentlich aus Schmerzpatienten, also Patienten, die chronifizierten Schmerz haben, wo es dann darum geht, wie man mit diesem Schmerz, der nicht weggehen kann, wenn man mal einen Rückenschmerz, Nervenschmerzen in der Wirbelsäule oder so, trotzdem gut damit zu leben. Und diese Ansätze werden inzwischen modifiziert für chronifizierte psychische Erkrankungen. Es ist so ein bisschen, ich will nicht sagen experimentell, sondern das ist ein neuer Ansatz, aber da versucht man eben diese Elemente von, ich sage das jetzt mal ganz plakativ, Dingen, die eh nicht weggehen, so umzugestalten, dass man aber damit trotzdem ein gutes, sinnvolles Leben führen kann. Und das ist im Moment, sieht das sehr, sehr vielversprechend aus für Menschen, die schon sehr viele Therapien gemacht haben. Und man hat das Gefühl, es geht nicht voran. Das wäre nochmal der Hinweis, dass du da mal schaust, ob du vielleicht auch jemand, wo man sehen kann, der ist erfahren, der macht das seit vielen Jahren mit diesem ACT, mit dieser Akzeptanz-Commitment-Therapie, da mal zu schauen, im Zweifelsfall. War es das? Das war es jetzt. Dann kommen wir jetzt zu einer sehr langen und recht wuchtigen Frage. Eigentlich zwei Fragen. Von Dr. Max 83. Mein Thema ist etwas komplexer, aber ich versuche es kurz zu machen. Ich habe meinen besten Freund sexuell missbraucht. Das mag seltsam klingen, doch es ist über 10 Jahre her. Er war damals 13, 14, ich bereits Ende 20. Nun ist er selbst 25, will den Kontakt mit mir vorerst abbrechen, wie er letzte Woche per Mail schrieb. Wir haben oft darüber gesprochen. Ich habe ihm beteuert, dass es der schlimmste Fehler meines Lebens war und er schien mir verziehen zu haben. In der Mail schrieb er, dass er seit einem halben Jahr eine Therapie macht, was er zuvor nie erwähnt hat, dass er große Probleme mit Nähe und seiner sexuellen Identität habe und aufarbeiten will, ob und wie sehr der Missbrauch damit zusammenhängt. Ich schrieb ihm kurz zurück, dass ich das verstehe und er sich alle Zeit nehmen soll, die er braucht. Meine Frage ist die erste Frage: Soll ich es damit bewenden lassen oder ihm nochmal ausführlicher schreiben, vielleicht als Brief? Zweite Frage: Wie komme ich nun mit der großen Lücke in meinem Leben klar? Mein Freund und ich haben sonst wöchentlich geskypt, er wohnt weiter weg und online gezockt. Natürlich mache ich ihm keinerlei Vorwürfe und verstehe seine Entscheidung voll und ganz. Über die Jahre hatte ich natürlich immer Angst, dass er eines Tages den Kontakt abbricht. Und nach so langer Zeit hatte ich das Gefühl, unsere Freundschaft sei so gefestigt, dass meine damalige Tat nicht mehr zwischen uns steht. Kommen wir zur ersten Frage: Soll ich es damit bewenden lassen oder ihm nochmal ausführlicher schreiben? Das ist eine
Ich kann da gar keine Antwort drauf geben, weil das ist so ein, soll ich das machen oder das? Dazu habe ich, obwohl du jetzt sehr ausführlich und sehr offen geschrieben hast, was ich großartig finde, vielen Dank dafür. Mein Bauchgefühl ist, lass es dabei bewenden. Aber das ist wirklich einfach, ne, das ist jetzt bei mir so von dem wenigen, was ich weiß von dir. Und ich weiß weder, wie das, ne, also ich weiß ja nicht, wie eure Kommunikation ausgesehen hat. Das heißt, fühl doch mal in dich rein. Oder, also ich habe den Eindruck, du kannst ja ehrlich zu dir sein. Sei mal ganz ehrlich, was möchtest du denn erreichen mit einer ausführlichen, mit noch einem weiteren Brief oder so? Ist es eher so für dich, damit du was loswerden kannst, damit du was klarstellen kannst? Oder ist es für ihn, um ihn zu unterstützen und zu entlasten und nochmal zu erklären, dass er sich keine Sorgen machen muss um dich? Das kannst nur du für dich beantworten und du wirst es dir wahrscheinlich schon denken. Ich finde, wenn es dir da so mehr um dich selber geht, dann kannst du es dir ja von der Seele schreiben und den Brief nicht wegschicken. Oder du kannst dir jemanden suchen, mit dem du drüber reden kannst. Wenn es aber was ist, wo du das Gefühl hast, du könntest deinen Freund da nochmal unterstützen oder entlasten, dann finde ich, kannst du das machen. Aber letztendlich ist es deine Entscheidung und ich tendiere ein bisschen mehr zum Nein. Aber wirklich mit einfach zu wenig Infos und sehr viel Bauchgefühl jetzt gerade. Ja, ich mag es nur mir noch einmal, weil das ist wirklich Ja? nicht so ganz einfach, Tommy. Aber ich glaube, da stand drin, dass jetzt da eine Therapie begonnen wird In der und Mail kein. schrieb er, dass er seit einem halben Jahr eine Therapie macht, was er zuvor nie erwähnt hat, und dass er große Probleme mit Nähe und seiner sexuellen Identität habe und aufarbeiten will, ob und wie sehr der Missbrauch damit zusammenhängt. Und er will den Kontakt mit mir vorerst abbrechen. Dann muss ich aus meiner Warte Dann ganz möchte klar ich es sagen, revidieren, das habe ich tatsächlich überhört. ja, das Dann weil ist das es ein ist aber auch Nein. verständlich, weil es kam oben im Ja, ersten ganz am Absatz, dann Anfang. kam ja Ja, der da hat es mein Hirn schon wieder ja. vergessen gehabt. Aber jetzt du, Alexander. Ja, also dann weil das wollte ich noch mal Ja. vorholen, weil dann und ich sag's mal ganz konkret und sehr krass, du hast die maximalste Grenzüberschreitung einem Menschen angedeihen lassen. Und dieser Mensch möchte jetzt Grenzen haben von dir. Und da gibt es gar kein Vertun. Du musst da jetzt diese Grenze einhalten. Das musst du akzeptieren im Moment. Du kannst hoffen, wenn ihr dann über die Jahre eine Freundschaft hattet, die ja, wie du geschrieben hast, ihr habt so gezockt am Rechner oder irgendwas, kannst du hoffen, dass sich das eventuell wieder kittet. Aber da musst du jetzt ganz klar sagen, da bin ich auch hart. Da geht es jetzt gerade nicht um dich. Da geht es um die Person, die sich jetzt in Therapie befindet, die ein Traumata aufarbeitet. Und dass sich das für dich insgesamt alles ganz, ganz schrecklich anfühlt, das ist völlig klar, völlig richtig, nachvollziehbar. Aber da darf jetzt dein ehemaliger bekannter Freund im Moment keine Rolle spielen. Das musst du jetzt mit dir alleine ausmachen. Das ist meine ganz klare Meinung. Und dann muss man gucken, wie die Dinge sich Ich weiterentwickeln. habe da auch eine Meinung. Ich würde sagen, dass gerade bei Menschen, die Täter sind oder waren, besonders gilt, dass sie das Opfer schützen. Ganz Na besonders. klar. Na klar. Also nochmal, ne? Dieser Satz war mir Ja, entgangen oder ich habe ihn deswegen. wieder vergessen. Deswegen, also an dieser Stelle, vergiss alles, was ich vorher gesagt habe. Das mag vielleicht für, wenn jetzt jemand anderes zuschaut, der ein anderes Problem hat mit melde ich mich oder melde ich mich nicht, dann Ja. kann man das vielleicht noch irgendwie verwenden, was ich da von mir gegeben habe. Aber für deinen Fall, vergiss das, dann ist es ein ganz klares Nein. Ja, also. Akzeptiere jetzt die Grenze, weil du, ne, du sagst ja selber, du leidest darunter und du findest es schlimm, was du gemacht hast, dann mach es jetzt besser und mach jetzt nicht nochmal den Fehler und überschreite seine Grenzen, denn das würdest du damit tun. Ja, also das ist tatsächlich, das ist ein so langer Text und ganz oben stand es und ich hatte es auch unten schon wieder Danke, vergessen. dass du so Ja. nett bist und mir das jetzt Ja, nochmal nee, mich gar da keine Frage. entlastest. Und das andere war, glaube ich, wie gehe ich jetzt damit um? Auch du kannst dir, also ich meine, Wollte gerade auch sagen, als genau. Täter
hat man das Recht und kann, und ich finde auch ein bisschen die Pflicht, also das ist zwar 10 Jahre her, aber dennoch, ne, du warst ja damals kein Teenager, sondern schon erwachsen. Also ich bin sehr dafür, dass sich auch Täter eine therapeutische Begleitung oder zumindest eine psychologische Beratung suchen, um das aufzuarbeiten und zu gucken, was war denn da? Und also zum einen natürlich auch für dich persönlich, um damit leben zu können in irgendeiner Art und Weise und zu gucken, wie gehe ich damit um, dass ich das jetzt eben getan habe und nicht mehr ändern kann. Aber zum anderen, um auch zu verhindern, dass sowas nochmal passiert oder was Ähnliches nochmal passiert. Also, ne, dass weitere Grenzüberschreitungen nicht wieder passieren. Das muss ja nicht so was Krasses sein, aber also ich bin da sehr dafür, sich da eine Begleitung zu suchen. Vielleicht hattest du die auch schon, das weiß ich ja nicht. Ne? Also vielleicht ist das ja alles schon passiert. Aber falls nicht, wäre jetzt vielleicht ein guter Moment. Sehr gut. Eine Frage habe ich gesehen, ist uns jetzt über unseren ModeratorInnen-Chat noch rübergeworfen worden. Dann machen wir die noch, denn wir werden diese, ich bin fest entschlossen, die Stunde einzuhalten. Ja, ja. Okay, dann hau die noch raus. Und zwar geht es da um jemanden, der eine Person hat eine degenerative Augenerkrankung. Und diese Person würde jetzt gerne in Kur gehen, ist also jetzt inzwischen erblindet und möchte also eine Kur, aber wegen der psychischen Probleme, die das jetzt nach sich zieht, haben. Und da wird jetzt berichtet in dieser Frage, dass die Einrichtungen alle sagen, da können wir ihnen nicht helfen, die können wir nicht aufnehmen, wir sind gar nicht barrierefrei. Und wie man jetzt eine Einrichtung finden kann, wo die Freundin nicht Lebensveränderin, so wie ich das lese, sondern wirklich Bekannte in Kur geht, habe ich tatsächlich nicht ganz so viel Erfahrung. Ich würde aus dem Bauch heraus grundsätzlich sagen, wenn man eine Kur beantragt, macht man das ja typischerweise über einen Arzt, Ärztin. Die braucht man ja, um die Kur zu beantragen. Und dann gibt es ja auch die Kostenträger, die Kur finanzieren, wenn sie genehmigt ist. Also die Versicherung. Und die Versicherung, dann im Zweifel Rentenversicherung typischerweise. Und da müsste es eigentlich ja so sein, dass es da schon im Antrag den Punkt gibt, erblindet. Und wenn ich so überlege, muss es auch Kureinrichtungen geben, die barrierefrei sind. Also da würde ich so tatsächlich den formalen Weg gehen. Und zweiter Hinweis, wo man sicherlich da in dem Fall auch mal anfragen könnte, schießt mir so durch den Kopf, vielleicht, ich weiß nicht, ob das der offizielle Name ist, aber Blindenhilfe, also da gibt es ja auch Vereine, die da aktiv sind. Auch da könnte man mal eine Mail hinschreiben, wie man so eine Kur vielleicht gut über die Bühne bekommt, weil da gibt es Menschen, die haben da bestimmt Erfahrungen mitgemacht und die sich da deutlich besser auskennen als wir. Mhm. Das wären so meine beiden. Kannst du da was ergänzen, Sophia? Ja, also ob man das rein über einen guten Kurantrag hinkriegt, das wage ich zu bezweifeln tatsächlich. Aber kann natürlich trotzdem sein. Ich kenne mich da auch überhaupt nicht genug aus. Aber mein erster Gedanke wäre auch gewesen, ich wende mich an Menschen, die sich auskennen, und das sind jetzt halt gerade nicht Alexander und ich, sondern an Menschen, die sich wirklich auskennen. Und das sind Menschen, die selbst erblindet sind, die mit erblindeten Menschen arbeiten. Und die wissen das. Und da hätte ich jetzt auch, ich hätte jetzt keinen Link oder irgendwas, aber ich glaube, da findet man relativ schnell im Internet raus, an wen kann ich mich da wenden, und da bekommt man ganz sicher Hilfe. Also das würde ich sowieso auf jeden Fall machen, weil ich finde, wenn man quasi in Anführungszeichen neu mit so einer Erkrankung konfrontiert ist, dann ist es so, so hilfreich und nützlich, wenn man sich mit Menschen verbindet, die da einfach schon mehr Erfahrung haben und die einem ganz viele Tipps geben können und die ganz viele Fehler gemacht haben, die man selbst jetzt vermeiden kann und die auch sich freuen, wenn sie einem da helfen können. Also da würde ich Unterstützung suchen, und ich bin mir auch sicher, dass es eine Möglichkeit gibt, da eine Kur zu machen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es so wenig Kliniken gibt, die barrierefrei sind. Die nicht barrierefrei sind. Ich habe den Faden verloren, aber ihr wisst was. Die barrierefrei sind. Für alle, die noch Fragen hatten, schreibt sie bitte in den Discord. Die besten Moderatorinnen der Welt sammeln das,
wählen gegebenenfalls vielleicht auch aus, so wie ich das hier auch so halbwegs versuche. Und wir versuchen die dann beim nächsten Mal mit oder vielleicht sogar bevorzugt, je nachdem, zu behandeln. Ja, danke unseren Moderatorinnen. Ja, super geil, genau. Putzki, vielen, vielen Dank. Dass ihr immer guckt und euch drum kümmert und super. Uns die Fragen zukommen lasst. Ganz, ganz toll. Außerdem sei hingewiesen, es gibt dieses schöne Format als Podcast. Das findet ihr wo? Allebekloppt.net tatsächlich auf der Homepage und da kann man dann den Link zum Abonnieren finden und ansonsten sind wir bei Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast, keine Ahnung. Wir sind überall da, wo es Podcasts gibt. Überall da, wo es Schokolade gibt. Überall. Und ich kann wirklich dazu raten, dass ihr da mal reinhört, wenn ihr das Gefühl habt, dass euch das so ein bisschen betrifft oder helfen könnte, weil wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Sendungen gemacht und gewisse Dinge kommen in verschiedenen Iterationen immer wieder, was auch gut ist und wir beantworten sie auch immer wieder neu. Und es kann sehr gut sein, dass euch das dann mal tatsächlich schon eine Frage beantwortet oder dass euch Dinge, die immer wiederkehren, dass ihr da dadurch, dass sie immer wieder neu formuliert werden, dann das Gefühl habt, weißt du was, jetzt habe ich es begriffen, so mache ich das. Also hört auf jeden Fall rein, wenn das etwas ist, was euch gut tut. Und empfehlt uns weiter. Also wenn jemand in eurem Freundes- und Bekanntenkreis, das hat man ja häufiger, die sagen, eigentlich müsste ich meine Psychotherapie machen. Vielleicht so als ersten Einstieg mal sagen, guck mal, da gibt es einen Podcast, hör da mal rein. Die erklären auch mitunter, wie man in der Therapie ist, wie eine Therapie funktioniert. Also Mundpropaganda kann da auf jeden Fall helfen. Genau, also das würde uns sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und ich schließe abermals mit der Hummelreiterin. Dank euch habe ich mich getraut und mache eine Therapie. Danke für eure wertschätzenden Antworten. Herz, werde mir jetzt wirklich Hilfe suchen bei einem seriösen Jobcoach. Ach, das war dann das, wo der kleine Hund kleiner geworden ist durch eine Therapie. Gratulation. Super, toll. Super. Vielen Dank. Also danke auch für eure Fragen und für eure Offenheit. Ja. Und ich weiß, selbst wenn man da so ein Alias benutzt und ja nicht mit seinem Klarnamen fragt, ist es trotzdem eine Überwindung und gar nicht so leicht. Also vielen, vielen Dank, dass ihr da so offen seid und fragt. Ja. Das freut mich. Und natürlich auch danke für die positive Rückmeldung. Das tut uns sehr, sehr gut. Das ist wirklich wahr. Sogar mir, der ich hier mit gar nichts zu tun habe. Am Freitag sehen wir uns hier. Morgen. In an ungewöhnlichem Tag, aber zu gewöhnlicher Zeit, 20 Uhr. Morgen ist Sarah Bosetti zu Gast in einer Sonderausgabe des Nachsitzens, wo wir darüber sprechen, was hilft was. Also bringt was irgendwas oder bringt alles nichts oder wenn was bringt, was bringt's? Oder nicht. Oder doch. Ja. Oder doch. Bis ich bald. Ich hoffe so sehr, dass ich das schaffe, dabei zu sein. Ja, das hoffe ich auch. Wiedersehen. Schlaf gut. Ciao.